Guten Abend zusammen. Wir setzen unsere Reihe zur Thematik der Immigration in Osteuropa fort. Und ich möchte heute einen Spezialisten für die russische Immigration Ihnen vorstellen, den ich ja eigentlich in Bochum gar nicht vorzustellen brauche, denn er ist ja ein Bochumer. Und jetzt, wie wir festgestellt haben, schon seit 40 Jahren. Im April werden es genau 40 Jahre sein, dass ich das mein erstes Semester in Bochum. Sommer 83. Genau, Professor Manfred Schruber, der hier Slawistik angefangen hat, also dran Abschluss 1990 gemacht und dann auch mit einer Promotion zur Literatur des 18. Jahrhunderts, 96, auch hier in Bochum, dann das abgeschlossen hat, Studien zu den burlesken Dichtungen Maikows. Dann war er zeitlang in Münster am Institut für Slawistik und hat er aber hier wiederum in Bochum habilitiert zum Thema Literatur und Öffentlichkeit, literarische und philosophische Vereinigungen im vorrevolutionären Russland. Das war 2002. Und jetzt zu den Werken von Manfred Schruber. Da kann man sagen, also so wie im 18. Jahrhundert ja, so die Enzyklopädisten gewirkt haben, ja, so hat er auch immer gewirkt. Nämlich, der hat Enzyklopädien verfasst. Und zwar war das ja so diese Habil, eben literarische Vereinigungen in Literaturne Abhidinini, literarische Vereinigungen in Moskau und St. Petersburg. Das ist als Lexikon erschienen bei NLO in Russland. Dann hat er ja so sein auf vier Bände angelegtes Werk, dann, das war das redaktionelle Archiv der Zeitschrift Sovremennye Zapiski, gemacht. Und dann ja, so als letztes Lexikon, das er gemacht hat, das war Pseudonyme der russischen Immigration. Das ist 2018 ebenfalls in Moskau bei NLO erschienen. Und dazwischen dann noch so eine ganze unzählige Menge, kann man sagen, ja, so an Aufsätzen auch zur Geschichte der russischen Immigration. Seit 2017 ist Manfred Schruber Professor an der Universität Mailand am Department für Literatur und Kulturvermittlung. Und ja, heute wird er zu uns sprechen. Also willkommen zu Hause, kann man sagen. Und du hast das Wort. Vielen Dank, danke für die Vorstellung, für die netten Worte. Ja, fast 40 Jahre, das ist richtig. Mein Vortrag wird aus zwei Teilen bestehen, einem Einleitungsteil, den ich mir hätte wahrscheinlich sparen können, da es ja ein Seminar zur Immigration ist. Also ich werde aber trotzdem also einige Worte zum Kontext geben. Und dann der zweite Teil, der Hauptteil, das ist dann das, was ich im Titel versprochen habe, also die Fluchtwege, eine Typologie der Fluchtwege der russischen Immigration. Als Konsequenz der Revolution von 1917 und des nachfolgenden Bürgerkriegs sahen sich viele Einwohner des ehemaligen russischen Imperiums gezwungen, das Land zu verlassen und zu emigrieren. Die siegreichen Bolschewiki fuhren nach der Machtübernahme ohne Verzug mit der Errichtung einer totalitären Diktatur fort, in der nicht die mindeste politische Opposition geduldet wurde. Lenin und seine Mitstreiter begnügten sich nicht mit der bloßen diktatorischen Ausübung der ihnen zugefallenen Macht. Sie versuchten darüber hinaus der gesamten Bevölkerung ein neues, noch nie dagewesenes, utopisches Kultur-, Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell aufzuzwingen. Der radikale Bruch mit der Tradition führte in kürzester Zeit zu disruptiven Umwälzungen in allen möglichen Lebenssphären. Die brachiale, extrem gewalttätige und rücksichtslose Vorgehensweise der bolschewistischen Machthaber bei der Verwirklichung der kommunistischen Utopie hatte zur Folge, dass die Menschen bald massenweise aus dem Land flohen. Die Fluchtbewegung erreichte in den Bürgerkriegsjahren ihr Höchstmaß, schwächte sich in den 1920er Jahren allmählich ab und kam vereinzelt noch in den 1930er Jahren vor. Eben dieses Phänomen wird die russische Emigration der ersten Welle genannt.
Der Gegenstand dieses Vortrags ist der Versuch, eine Typologie der Fluchtwege aus Russland, der verschiedenen Art und Weisen, mit denen die ehemaligen Einwohner des Zarenreichs in der Zwischenkriegszeit zu Emigranten wurden. Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema übergehe, möchte ich einige einleitende Bemerkungen zu den Gründen, Umständen und charakteristischen Merkmalen der nachrevolutionären Fluchtbewegung aus Russland machen, welche als Hintergrund für die nachfolgenden Ausführungen dienen sollen. In der Folge der revolutionären Ereignisse von 1917 sind aus dem ehemaligen russischen Imperium bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs einige Millionen von russländischen Staatsbürgern emigriert. Sichere Zahlen gibt es nicht. Die vorsichtigsten Schätzungen gehen von etwa 1 Million aus, die großzügigsten von 4 Millionen. Die tatsächliche Anzahl von russischen Emigranten der ersten Welle dürfte dazwischen liegen. Meist wird von etwa 2 Millionen Personen, die Russland verließen, ausgegangen. Was sind die Fluchtgründe? Nach der Revolution von 1917 flieht man aus Russland zum einen aus ideologisch-politischen Gründen. Es fliehen keineswegs nur die monarchistischen Anhänger des Ancien Regime, sondern buchstäblich alle, die nicht die Ideologie Lenins teilen. Die sogenannte weiße Emigration ist politisch äußerst heterogen und weist alle möglichen ideologischen Schattierungen auf. Von den marxistischen Menschewiki über die Sozialrevolutionäre und die konstitutionellen Demokraten bis hin zu konservativen und Rechtsextremisten. Während den gemeinsamen Nenner der Emigration anfänglich der Antibolschewismus darstellt, landen seit dem Ende der 1920er Jahre sogar einige Bolschewiki im Ausland, als sie sich weigern, der Linie Stalins zu folgen. Es fliehen aber auch unpolitische Menschen. Die Leute verlassen Russland nicht zuletzt, weil sie um ihr Leben fürchten. Sie fliehen vor dem Chaos des vom Bürgerkrieg erschütterten Landes. Das ehemalige russische Imperium war Ende der 1910er, Anfang der 1920er Jahre ein extrem gefährlicher Ort. Im Jahre 1914 betrug die Bevölkerung des Zarenreichs etwa 140 Millionen Personen. Im Zuge des Ersten Weltkriegs und dann infolge der Revolutions- und Bürgerkriegswirren verminderte sich die Anzahl der Einwohner bis 1922 um etwa 13 Millionen. Bis zu 11 Millionen Personen verloren aus unterschiedlichen Gründen das Leben. Als Gefallene im Bürgerkrieg und im Weltkrieg, als Opfer des Roten Terrors, des weit verbreiteten Banditismus, der Hungersnot von 1921-22, der Epidemien, der antisemitischen Pogrome. Die in dieser Rechnung noch fehlenden 2 Millionen zu den 13 Millionen sind eben emigriert. Ein Wort zur sozialen Zusammensetzung der russischen Emigration. Während die Gesellschaft des vorrevolutionären Russland in etwa wie folgt zusammengesetzt war, etwa 90% Bauern, 1-2% Arbeiterschaft, 1-2% Adlige und weniger als 10% Angehörige einer bürgerlichen Mittelschicht, stellt im Vergleich dazu die gesellschaftliche Komposition der russischen Emigration der ersten Welle eine Art umgedrehte Pyramide dar. Es finden sich im Exil Vertreter aller Sozialschichten, von den Bauern bis hin zu den Aristokraten, jedoch mit einer ausgeprägten Überzahl von Repräsentanten der Mittel- und Bildungsschicht, Angestellte, Beamte, Unternehmer, Journalisten, Lehrer, Ingenieure, Mediziner, Geistliche, Rechtsanwälte. In der Weißen Armee war entsprechend die Anzahl der Offiziere im Vergleich zu den Unteroffizieren und zu den einfachen Soldaten unverhältnismäßig groß. Diese einzigartige soziale Zusammensetzung hatte beträchtliche Folgen für das kulturelle Leben in der Emigration. Der signifikativ hohe Anteil der Intelligenzia unter den Exilierten führte zur Entwicklung eines außerordentlich reichhaltigen kulturellen, literarischen und artistischen Lebens. Die russische Emigration der 1920er und der 1930er Jahre verfügte über ein dichtes Netz von Organisationen jeglicher Art, über eigene Theater, Bibliotheken, Kirchen, Bildungseinrichtungen, von den Grundschulen bis zu den Universitäten. Die Emigranten gründeten hunderte von Verlagen in praktisch allen Zentren der Diaspora. Bis 1924 publizierten diese Verlage allein in Europa über 3800 Buchtitel. In den Zwischenkriegsjahren erschienen nicht weniger als 2500 russischsprachige Periodika, mehr als die Hälfte davon in Europa. Für die Inhalte sorgten aber Tausende von Journalisten, Publizisten und Schriftstellern. Ein Merkmal der russischen Emigration der ersten Welle war, dass es einen beträchtlichen Rückfluss von Emigranten nach Sowjetrussland gab. Nachdem die sowjetische Regierung 2 Dekrete über die Amnestie von ehemaligen Angehörigen der Weißen Armee erlassen hat, das erste vom 3. November 1921, das zweite vom 11. Juli 1923, sind einige 10.000 russische Staatsangehörige in die Heimat zurückgekehrt.
Bei diesen sogenannten Возвращенцы handelte es sich großenteils um einfache Soldaten, die sich ohne Fremdsprachenkenntnisse im ausländischen Umfeld unbehaglich fühlten und an Heimweh litten. Diese Rückflussbewegung betraf vor allem Militärangehörige, die in den Südosten Europas evakuiert worden sind. In Bulgarien war eine Union für die Rückkehr in die Heimat, Союз возвращения на родину, aktiv, die 1922 in Sofia die Tageszeitung на родину herausgab. Was die Angehörigen der Intelligenzia betrifft, so kehrten vermutlich einige tausend von ihnen, genaue Zahlen gibt es nicht, in der ersten Hälfte der 1920er Jahre aus ideologischen Gründen nach Sowjetrussland zurück. Es waren Anhänger der Bewegung der Smerno-Werchowce, die sich für die Zusammenarbeit mit dem Sowjetregime stark machte. Der bekannteste Vertreter dieser ideologischen Strömung, die 1922-24 in Berlin die Tageszeitung La Canunia herausgab, ist der Schriftsteller Alexei Tolstoi, der 1924 in die Sowjetunion zurückkehrte. Der Stadt Berlin kommt in diesem Kontext eine besondere Stellung zu. Dort fanden sich Anfang der 1920er Jahre zahlreiche Russen ein, die unentschieden waren, ob sie zurückkehren oder definitiv in der Emigration bleiben sollen. Aus dem Berliner Kurzexil kamen etwa Viktor Schklowski und Andrei Bery wieder in die Heimat. Es gab ferner Emigranten, die in die UdSSR illegal zurückkehrten, um dort die Bolschewiki zu bekämpfen. Bekannt ist der Fall von Boris Savinkov, der nach dem Grenzübertritt im August 1924 festgenommen wurde und bald in einem Sowjetgefängnis ums Leben kam. In den 30er Jahren kehrte eine Reihe von bekannten Autoren aus dem Exil nach Russland zurück. Während Dmitri Sviatopolk-Mirski 1932 und Maxim Gorki 1933 es aus ideologischen Gründen taten, beendete der todkranke Alexander Kuprin 1937 die Emigration, um in der Heimat zu sterben. Zahlreiche Возвращенцы wurden in den Jahren des großen Terrors Repressalien unterworfen und beschuldigt, westliche Spione zu sein. Im Jahre 1939 kehrte Marina Tsvetaeva in die Sowjetunion zurück, ihrem Ehemann Sergei Efron nachfolgend, der 1937 aus Frankreich floh, um eine Festnahme als NKWD-Agent zu vermeiden. Beide werden 1941 sterben, sie durch Selbstmord, er hingerichtet. Ein letzter Aspekt, der in dem Einleitungsteil behandelt werden soll, ist die quantitative Verteilung des Immigrantenflusses. Die große Mehrheit der Flüchtlinge aus Russland verließ das Land in den Jahren des Bürgerkriegs von 1918 bis 1920. Bis zur Mitte der 1920er Jahre waren die Grenzen Sowjetrusslands vergleichsweise durchlässig. Die sowjetischen Behörden stellten zuweilen Ausreisegenehmigungen aus, vor allem für gut vernetzte Schriftsteller und Künstler. Mit der Konsolidierung der Sowjetmacht und mit der Übernahme der Regierungsgewalt durch Stalin wurde es immer schwieriger, das Land zu verlassen, ob legal oder illegal. Der Fluss der Ausreisenden ist definitiv mit dem Ende der neuen ökonomischen Politik abgebrochen. In den 1930er Jahren gab es nur vereinzelte Fälle einer legalen Auswanderung aus der UdSSR. Ein seltenes Beispiel ist Jewgeni Samjatin, der 1931 die Erlaubnis erhielt, das Land zu verlassen. Nicht minder selten sind Fälle von Flucht aus dem Sowjetstaat, der sich unter Stalin in ein riesiges Gefängnis mit streng bewachten Binnen- und Außengrenzen verwandelt hat. Bezeichnenderweise flohen in diesen Jahren vor allem Insassen von Arbeitslagern ins Ausland. Im Jahre 1932 sind die Eheleute Wladimir und Tatjana Tschernavin nach Finnland, aus den Sorowki in das nahegelegene Finnland geflohen. Ebenfalls nach Finnland flüchteten 1934 die Brüder Ivan und Boris Solonjewitsch aus der Lagerhaft. Bereits 1930 ist der Geistliche Michail Polski aus der Verbannung in der Nähe von Tomsk über Sibirien nach Persien geflohen. Alle hier genannten veröffentlichten in den 1930er Jahren Berichte über ihre Flucht aus der Sowjetunion. Ich komme nun zu der im Titel angekündigten Typologie der Fluchtwege. Wie genau verlief der Vorgang der Emigration? Auf welchen Wegen, auf welche Art und Weise gelangten die Menschen ins Ausland? Welche typischen Schicksale verbargen sich hinter dem biografischen Etikett Emigrant? Die Wege und Modalitäten der Flucht oder der Ausreise aus bzw. der Nicht-Wiedereinreise nach Russland waren vielfältig. Sie hingen nicht zuletzt von solchen Variablen ab wie der Zeitpunkt und der Ort der Abreise. Im Folgenden sollen 8 Kategorien von Emigrationsweisen vorgestellt werden. Erstens Flüchtlinge und Evakuierte, zweitens ethnische Minderheiten, drittens legal Ausgereiste, viertens Optanten, fünftens Russen mit Auslandswohnsitz, sechstens Deportierte, siebtens Ausgebürgerte und achtens Nichtrückkehrer, Nevozvraschenz.
Erster Punkt, Flucht und Evakuation. Die quantitativ wichtigste Kategorie in der hier vorgestellten Typologie der Emigrationsweisen stellt zweifellos die Flucht dar. Die oftmals spontane, ungeordnete, ungeplante, massenhafte Fluchtbewegung von Menschen, die versuchen, sich vor dem über sie ausgebrochenen Chaos in Sicherheit zu bringen, ist für den frühen nachrevolutionären Zeitraum und für die Bürgerkriegsjahre charakteristisch. Während des Bürgerkriegs änderten sich die Frontverläufe im Lande ständig und mit ihnen änderten sich die unmittelbaren Fluchtziele. Wohin genau sich die zur Ausreise entschlossenen Menschen bewegten, hing oftmals von dem Wohnort ab, beziehungsweise von dem Aufenthaltsort, an dem sie im Zuge der Binnenflucht vor der heranrückenden Kriegsfront gelandet sind. Für die Flüchtlinge aus Petrograd stellten die neu entstandenen Staaten Finnland und Estland die naheliegende erste Etappe der Emigration dar. Zahlreiche Petersburger hatten ihre Sommerhäuser in den nördlichen oder südlichen Küstenorten der finnischen Bucht. Nach dem Oktoberumsturz begaben sich viele von ihnen dorthin, um die Revolutionswirren abzuwarten. Das war etwa der Fall von Leonid Andrejew, der im Oktober 1917 auf seine Datscha im finnischen Vammelsu umzog. Als im Dezember 1917 Finnlands Unabhängigkeit erklärt wurde, befand sich Andrejew zusammen mit seinem Sommerhaus auf einen Schlag im Ausland. Unter den Petersburgern, die nach der Revolution ihren Weg in die Emigration über das nahegelegene Finnland antraten, waren der Komponist Sergei Rachmaninow Ende Dezember 1917, der Publizist Wladimir Burzew im Februar 1918, der Maler und Schriftsteller Nikolai Rerich im September 1918, der Historiker Piotr Struve im Dezember 1918, der Publizist Iosif Gessen und der Theologe Anton Kartaschow im Januar 1919, der Dichter Iwan Tchorzewski im Sommer 1919, der Kritiker Grigori Landau im August 1920. In dem ähnlich nahegelegenen Estland, das im Februar 1918 seine Unabhängigkeit erlangte, fanden in den Bürgerkriegsjahren unter anderem die folgenden Schriftsteller Zuflucht: Igor Severjanin im März 1918, Leonid Surov im Dezember 1918, Piotr Krasnov im September 1919 und Alexander Kuprin im Oktober 1919. Wer in Sibirien oder im fernen Osten lebte, beziehungsweise wen es im Zuge des Bürgerkriegs dorthin verschlagen hat, flüchtete in die benachbarten asiatischen Staaten, vor allem nach China, wo sich in Harbin und Shanghai große Kolonien von russischen Emigranten bildeten. Seltener nach Japan. Auch hier seien einige Schriftsteller genannt. Der Kubo-Futurist David Burliuk verließ Moskau im April 1918, lebte zwei Jahre lang im Uran, in Sibirien und im fernen Osten, bis er dann im August 1920 nach Japan und dann weiter in die USA emigrierte. In China lebten seit 1920 Vsevolod Iwanow und Valeri Pereljesch. Die fernöstliche Emigrationsroute war typisch für die mit dem Ufa-Direktorium bzw. der allrussischen provisorischen Regierung verbundenen Sozialrevolutionäre. Nennen wir auch hier einige Namen. Boris Savinkov und Alexander Dickov, deren Teil, verließen das Land im Auftrag des Direktoriums im Oktober 1918 über Shanghai bzw. über Vladivostok. Nach dem Militärputsch von Kautschak in Omsk sind Wladimir Sinsinow und Nikolai Avksentjev im November 1918 von den Kautschakowzen nach China abgeschoben worden. Jegor Lazarev emigrierte im Frühjahr 1919 aus Vladivostok über die USA nach Prag. Ein weiterer Sozialrevolutionär aus dem Umfeld des Ufa-Direktoriums war Michail Pawlowski. Im November 1918 von den Kautschakowzen in Omsk verhaftet, ging er nach seiner Entlassung im März 1919 nach Wladivostok. Nach der Liquidierung der sogenannten fernöstlichen Republik emigrierte Pawlowski im Juli 1923 nach China. In den 1930er Jahren hat er sich als Herausgeber der Pariser Zeitschrift Ruskie Sapiski hervorgetan. Die Menschen flohen aus dem bolschewistischen Russland buchstäblich in alle Himmelsrichtungen. Über Archangelsk, den russischen Norden also, verließen das Land etwa der Premier der provisorischen Regierung Alexander Kerensky im Juni 1918 sowie der künftige Mitherausgeber der Pariser Zeitschrift Savremennye Zapiski Alexander Gukowski Ende 1919 über Archangelsk. Andere wiederum fanden zunächst im Kaukasus Zuflucht, vor allem in Georgien, das im Mai 1918 ein unabhängiger Staat geworden ist. Die Hauptstadt Tiflis war 1919 und 1920 ein wichtiges russisches Kulturzentrum, das zahlreiche Schriftsteller aus Zentralrussland anzog. Einige der zugereisten Literaten nutzten den Aufenthalt, um weiter nach Europa zu ziehen, unter anderem Nikolai Agnivtsev, Georgi Evangurov, Elisaveta Kuzmina-Karavaeva,
Boris Lazarevski, Sergei Rafalowitsch und Ilya Zdanevich. Eine andere Fluchtroute wiederum führte nach Westen, über die grüne Grenze nach Polen. Im Dezember 1919 überquerten sie die Eheleute Sinaida Gippius und Dmitri Mereschkowski zusammen mit ihrem Sekretär Wladimir Zlobin. Wenige Tage später schlug denselben Weg der mit Gippius und Mereschkowski eng befreundete Dmitri Filosofow ein. Nach Polen flüchteten ferner der Theologe Nikolai Arseniew im April 1920 und der Literaturkritiker Alexander Bachrach, der künftige Sekretär von Bunin, im Mai 1920. Die Kategorie Flucht hat auch eine militärische Variante, für die gewöhnlich der Begriff Evakuation verwendet wird. Teilnehmer des Bürgerkriegs auf Seiten der Weißen sind zum Teil in zentraleuropäische Staaten evakuiert worden. Der Schriftsteller Roman Gull wurde im Dezember 1918 von Kiew nach Deutschland verbracht. Der Literaturhistoriker Dmitri Sviatopolk-Mirski ist im Februar 1920 nach Polen evakuiert worden. Die weitaus populärste Flucht- und Evakuationsrichtung jedoch war bis Ende 1920 der Süden. Flüchtlinge aus Zentralrussland bewegten sich bevorzugt in Richtung Ukraine und der südlichen Territorien des europäischen Russlands, die von den Weißen kontrolliert waren. Den Soldaten der Armee Wrangels folgend zogen sich die Flüchtlinge vor der heranrückenden Roten Armee immer weiter nach Süden bis zur Halbinsel Krim zurück. In der Folge wurden die flüchtenden Zivilisten bis zur endgültigen Niederlage Wrangels zusammen mit den Soldaten der Weißen Armee auf Schiffen abtransportiert. Allein im November 1920 sind von der Krim aus über das Schwarze Meer etwa 150.000 Weißgardisten nach Konstantinopel und dann weiter auf die griechisch-türkische Halbinsel Gallipoli verbracht worden. Die mitgenommenen Zivilisten wurden nach Konstantinopel befördert, von wo sie meist die Weiterreise ins nahegelegene Bulgarien, nach Jugoslawien oder ins westliche Europa antraten. Einige tausend Geflüchtete und Evakuierte sind gar in Nordafrika gelandet, vor allem in Kairo und in Bizerta, also in Tunesien. Die südliche Route über die Schwarzmeerhäfen Odessa, Sevastopol, Feodosia und Novorossiysk war der Weg in die Emigration für einige der bekanntesten russischen Schriftsteller der ersten Welle. Hier einige Namen mit Ort und Datum der Abreise. Ich entschuldige mich für die vielen Namen, aber das sind einfach Beispiele, die man so, um das zu belegen hat. Mark Aldanov und Michail Zitlin im April 1919 ab Odessa. Wladimir Nabokov im April 1919 ab Sevastopol. Teffi Ende 1919 ab Novorossiysk. Don Aminado und Vasily Zinkowski im Januar 1920 ab Odessa. Antonin Ladinsky, Georgi Florowski und Zinaida Schachowskaja, Anfang 1920 ab Novorossiysk. Ivan Bunin, im Februar 1920 ab Odessa. Sergei Sokolov-Kretschetow im März 1920 ab Novorossiysk. Ilya Surgutschow, im April 1920 ab der Krim. Arkadi Averchenko und Evgeny Chirikov, im November 1920 ab Sevastopol. Gaito Gazdanov, im November 1920 ab Feodosia. Boris Poplawski im November 1920 ab Novorossiysk. Das sind die bekanntesten russischen Emigrationsschriftsteller dabei. Einige Flüchtlinge traten den Weg in die Emigration aus der Südukraine auf dem Landweg über Rumänien an. Genannt seien der Historiker Pavel Miliukov im November 1918, der Literaturkritiker Alfred Biem im Januar 1920, der Publizist Wassili Schulgin Ende 1920, der Schriftsteller Wassili Fjodorow im April 1921. Über Rumänien floh in den Westen nicht zuletzt Nestor Machno, nachdem seine anarchistische Volksbewegung in der südöstlichen Ukraine endgültig von der Roten Armee im August 1921 zerschlagen wurde. Ich komme zum zweiten Punkt, ethnische Minderheiten. Um Emigrant zu werden, musste man zuweilen nicht unbedingt fliehen. Ja, man musste noch nicht einmal den Wohnort verlassen. Eine der Konsequenzen der Revolution von 1917 war, dass diverse Territorien des ehemaligen Zarenimperiums zu unabhängigen Staaten bzw. zu Bestandteilen anderer benachbarter Staaten wurden. Staatliche Souveränität erlangte etwa das Gouvernement Finnland sowie die Ostseeprovinzen, aus denen die neuen Staaten Estland, Lettland und Litauen hervorgingen. Für souverän erklärten sich ebenfalls die Republiken des Kaukasus, auch wenn hier die neu erlangte Unabhängigkeit bald wieder verloren wurde. Das im Mai 1918 unabhängig gewordene Georgien ist bereits im Februar 1921 von der Roten Armee besetzt und sowjetisiert worden.
Andere Territorien des vorrevolutionären Russischen Reichs wiederum wurden zu Bestandteilen von Nachbarstaaten. Die Regionen des Zapadnyj Krai, Polesie, Wołyń und Podolie wurden 1921 teilweise dem polnischen Staat zugeschlagen. Das Gouvernement Bessarabien hingegen wurde 1918 von Rumänien annektiert. Die russländischen Staatsbürger russischer Volksangehörigkeit, die in den betroffenen Provinzen wohnten, wurden durch die bloße Einrichtung bzw. Verschiebung der Grenzen auf einen Schlag zu Ausländern und zu Angehörigen einer ethnischen Minderheit in den neuen Staatsgebilden. Die Petersburger, die in ihrer Datschen am finnischen Meerbusen geflüchtet sind, zählten nun zur russischen Minderheit in Finnland oder in Estland, so wie Leonid Andreev erwähnt. Die russische Schriftstellerin Irina Saburova, die seit ihrer Geburt 1907 in Riga wohnte, war seit November 1918 zur Staatsangehörigen Lettlands geworden. Der 1903 in Petersburg geborene Lyriker Lev Gomolitsky, dessen Familie zum Zeitpunkt der Revolution in dem russischen Gouvernement Wołynien wohnte, wachte eines Tages als Einwohner Polens auf, Kraft des Friedensvertrags von Riga vom 18. März 1921, mit dem der polnisch-sowjetische Krieg beendet wurde. Auch die Schriftsteller Alexander Kondratjew und Sergej Rafalski, die sich zu jener Zeit in Wołynien aufhielten, sind 1921 unversehens zu polnischen Staatsangehörigen geworden. Dawid Knut, ein bedeutender Lyriker der russischen Emigration, wurde 1900 in der Nähe von Kischinjow im zaristischen Gouvernement Bessarabien geboren. Und dieses Gouvernement ist 1918, wie gesagt, zu einem Bestandteil von Rumänien geworden. Er ist dann später weiter nach Paris gezogen, weiter nach Israel. Dritter Punkt, dritte Kategorie, legale Ausreise. Diejenigen, die in Russland nicht in dem Chaos der ersten nachrevolutionären Monate verlassen hatten und auf sowjetischem Territorium verblieben sind und nun doch noch ausreisen wollten, hatten zwei Optionen. Sich um eine offizielle Genehmigung für die Ausreise zu bemühen oder die nun illegale Flucht zu unternehmen. Legal ausgestellte Ausreisegenehmigungen waren vor 1921 selten und am ehesten noch durch persönliche Beziehungen zu hochgestellten Vertretern der neuen Machthaber zu erlangen. Die wichtigsten Ansprechpartner für die ausreisewilligen Schriftsteller waren zum einen Maxim Gorki, der Kraft seiner Prominenz und seiner Mitgliedschaft in der Partei der Bolschewiki einen direkten Draht zur Regierung hatte, und zum anderen der einflussreiche Narkompros Anatolij Lunacharski, einer der wenigen Intellektuellen in der bolschewistischen Regierung, der Verbindungen zu den alten Bildungseliten hatte. Dank der Vermittlung Lunacharskis konnte etwa der Lyriker Konstantin Balmont im Juni 1920 Sowjetrussland legal verlassen. Offizielle Ausreisegenehmigungen waren in den Kriegskommunismusjahren 1919, 1920 eine große Seltenheit. Nachdem die Bolschewiki ihre Herrschaft halbwegs stabilisiert haben, wollten sie es nicht mehr hinnehmen, dass die Menschen einfach so das Land verließen, auch wenn es Klassenfeinde waren. Nach dem Ende des Bürgerkriegs, mit der Einführung der neuen ökonomischen Politik im März 1921, wurde es ein wenig leichter, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten und das Land legal zu verlassen. Unter den Schriftstellern, die Sowjetrussland mit einem sowjetischen Reisepass und mit einem Ausreisevisum verließen, waren Alexei Remizow im August 1921, Nina Berberova, Wladislav Khodasiewicz und Boris Zaitsev im Juni 1922, Ivan Schmeljow im November 1922, Georgi Adamowitsch Ende 1922, Vyacheslav Ivanov und Wladimir Weidle im August 1924. Zwei spezifische Sonderfälle von Wandlern zwischen den Welten stellen die Schriftsteller Ilja Ehrenburg und Maxim Gorki dar, die mit ihren sowjetischen Pässen mal im Ausland, mal in Sowjetrussland leben. Andererseits zeigt die keineswegs kurze Liste von Schriftstellern, die auch in Zeiten der NEP sich gezwungen sahen, aus Sowjetrussland zu flüchten, dass die Möglichkeit einer legalen Ausreise keineswegs jedem offen stand. Ein primäres Fluchtziel von Petrograd aus blieb weiterhin das nahegelegene Finnland. In Richtung Helsingfors flohen im August 1921 der Schriftsteller Alexander Amfitheatrov und der Historiker Nikolai Timaschew. Im Dezember 1921 überquerte der Philosoph Sergei Gessen bei seiner Flucht nach Finnland den eisbedeckten finnischen Meerbusen mit einem Pferdeschlitten. Roswaldner. Noch im März 1922 floh Viktor Shklovsky über Finnland nach Berlin, um dann bereits im September 1923 nach Sowjetrussland zurückzukehren. Aus der Ukraine wiederum, die Ende 1920 sowjetisiert wurde, flüchtete man bevorzugt nach Polen. Im Frühjahr 1921 überquerte der Philologe Dmitrij Krzyzewski von Kiew aus illegal die polnische Grenze.
1922 floh die Familie des Schriftstellers Wassily Janowski aus Poltawa nach Polen. Der Ballettkünstler Sergei Lifar aus Kiew emigrierte im Dezember 1922 illegal nach Warschau. Vierte Kategorie: Optanten. Ein legaler Weg, um das bolschewistische Russland zu verlassen, bestand darin, unter bestimmten Voraussetzungen für eine ausländische Staatsangehörigkeit zu optieren, deswegen Optant. Diese Möglichkeit stand nun einem beschränkten Personenkreis offen und betraf Menschen mit einer direkten Verbindung zu den Territorien des russischen Imperiums, welche nach 1917 ein unabhängiger Staat oder Teil eines unabhängigen Staats geworden sind. Das heißt Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Im Folgenden seien für jeden einzelnen dieser Staaten Beispiele genannt. Der Lyriker Ivan Savin, eigentlich Savolainen, konnte aufgrund seiner finnischen Herkunft im April 1922 nach Finnland emigrieren. Legal. Die Familie des in Moskau geborenen Lyrikers Juri Iwask, estnischer Vater, russische Mutter, reiste 1920 legal nach Estland aus. Der Musikkritiker und Komponist Nikolai Metner konnte nach der Annahme der estnischen Staatsangehörigkeit im September 1921 nach Reval, Tallinn, umziehen. Die in Riga geborene Lyrikerin Irina Odojewzewa, die in der Zwischenzeit in Russland wohnte, optierte für die lettische Staatsangehörigkeit und verließ Sowjetrussland im Juli 1922 Richtung Lettland. Der Journalist Salman Posner konnte mit seinem Sohn, dem künftigen Schriftsteller Wladimir Posner, als Optant nach Litauen ausreisen. Die Mutter von Michail Arcybaschew war polnischer Abstammung, was es dem Schriftsteller ermöglichte, im Sommer 1923 die polnische Staatsangehörigkeit anzunehmen und aus Moskau nach Warschau legal auszureisen. Fünftens, fünfte Kategorie, Russen mit Auslandswohnsitz. Zum Bestandteil der Emigrantengemeinschaft wurden nach der Revolution auch zahlreiche Auslandsrussen. Personen, die ihren Wohnsitz bis 1917 aus verschiedenen Gründen im Ausland hatten und die beschlossen, nicht mehr nach Russland zurückzukehren. Es handelt sich in erster Linie um einen begrenzten Kreis von Vertretern artistischer Berufe wie Balletttänzer, Opernsänger, Musiker, Schauspieler, die sich oftmals jahrelang im Ausland auf Tournee befanden. Ein emblematischer Fall ist der Impresario und Gründer der Ballet Russe, Sergei Diaghilev, der sich seit der zweiten Hälfte der 1900er Jahre fast ständig außerhalb von Russland aufhielt. Nach 1917 ist er zusammen mit zahlreichen Mitgliedern seiner Truppe, darunter Anna Pawlowa und Wacław Nijinski, dauerhaft im Ausland geblieben. Eine weitere spezifische Berufsgruppe, die in diesem Zusammenhang zu nennen ist, sind russische Diplomaten. Viele sind aus dem Auslandseinsatz nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt. Bekannt ist der Fall von Wassily Maklakow, der in der Petrograder provisorischen Regierung zum Botschafter in Frankreich ernannt wurde. In Paris, just zum Zeitpunkt des Oktoberumsturzes eingetroffen, konnte er der französischen Regierung nicht mehr die Akkreditierungsschreiben übergeben. Maklakow ist dennoch von der französischen Regierung de facto als Botschafter anerkannt worden. Er amtierte in dem russischen Botschaftsgebäude als Vertreter der russischen Emigranten, bis dann mit der Anerkennung der Sowjetunion von Seiten Frankreichs im Jahr 1924 der erste sowjetische Botschafter nach Paris kam. Da musste er die Botschaft räumen. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch Boris Bachmetjew, der im Sommer 1917 zum Botschafter der provisorischen Regierung in den USA ernannt wurde. Den Immigrationsforschern ist sein Name gut vertraut als Begründer des später nach ihm benannten, überaus reichhaltigen Bachmetjew Archive of Russian and East European History and Culture in New York. Zu den bekannteren russischen Kulturschaffenden, die zum Zeitpunkt der Revolution ihren Wohnsitz außerhalb von Russland hatten und nicht mehr nach Sowjetrussland zurückkehrten, gehören die Schriftsteller Archib Dymov im Ausland seit 1913, Piotr Boborykin und Wladimir Jabotinsky seit 1914, ferner der Komponist Igor Strawinsky, ebenfalls seit 1914. Die Avantgarde-Künstler Natalia Goncharova und Michail Larionov wohnten seit 1915 in Westeuropa. Diverse Auslandskorrespondenten russischer Tageszeitungen zogen es vor, nicht in das revolutionäre Russland zurückzukehren. Beispielhaft genannt seien hier die Journalisten Isaac Shklovsky Dioneo, der bereits seit 1896 in London lebte, Michail Pirvuchin, seit 1907 in Rom ansässig, Jewsej Stalinski, seit 1908 in Paris lebend, Michail Sukennikow, seit 1912 in Berlin wohnhaft, sowie der Lyriker Nikolai Minsky, der 1914 als Kriegskorrespondent nach Paris ging. In den Jahren des Ersten Weltkriegs sind einige hunderttausend russische Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht worden. Tausende von ihnen kehrten nicht nach Sowjetrussland zurück und schlossen sich der Emigration an.
Einige von ihnen sind als Journalisten und Mitarbeiter von Immigrationsperiodika namentlich bekannt, aber kaum eine von ihnen hat größere Spuren in der russischen Kulturgeschichte hinterlassen. Also ich hätte ihr Namen anzubieten, aber die sagen, also die, da gibt es noch nicht mal genauere biografische Angaben dazu. Man weiß da, also, nee, das gibt es in meinem Pseudonym-Lexikon dann nicht. Also, aber das sind wirklich also, unbedeutende Leute. Eine weitere und letzte Kategorie von Auslandsrussen stellten politische Altemigranten dar, die an der Revolution von 1905 teilgenommen haben und danach gezwungen waren, ins Ausland zu fliehen. Viele dieser Revolutionäre sind nach 1917 nach Russland zurückgekehrt. Dazu gehörte im Übrigen fast die gesamte Führungsriege der Bolschewiki mit Lenin und Trotzki an der Spitze. Andere jedoch setzten ihr Leben im Ausland fort. Zu den bekannteren Schriftstellern dieser Gruppe gehörten der Publizist Evgeny Ananin, der sich nach 1905 in Frankreich und Italien niederließ, sowie der Buchwissenschaftler Nikolai Rubakin, der 1907 in die Schweiz emigriert ist. Ein weiterer Altemigrant seit 1907 war der Sozialrevolutionär Michail Morozow, der sich in den 1910er Jahren in Lausanne ein Leben als erfolgreicher Unternehmer aufgebaut hat. Dieser bemerkenswerte Mann war selbst kein Schriftsteller, aber in russischen intellektuellen Kreisen bestens vernetzt. Sechste Kategorie, Deportation. Zahlreiche Vertreter russischer kultureller Eliten konnten oder wollten nach 1917 nicht emigrieren, ungeachtet dessen, dass sie den Bolschewiki keineswegs freundlich gesonnen waren. Es waren meist Wissenschaftler und Universitätsdozenten, Theologen, idealistische Philosophen, nicht-marxistische Ökonomen und Soziologen, nicht-materialistische Historiker. Sie, die den roten Terror überlebt und den Kriegskommunismus überstanden haben, boten nach dem Ende des Bürgerkriegs gewissermaßen eine ideologische Alternative zur herrschenden marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Damit sorgten diese Dissidenten avant la lettre bei den bolschewistischen Machthabern für beträchtlichen Ärger. Sie als bürgerliche Klassenfeinde schlicht und einfach zu liquidieren, wie in den guten alten Zeiten des revolutionären Überschwangs, erschien 1921 nicht mehr opportun. Das leninische Regime schickte sich an, die Relation mit dem Ausland zu normalisieren und sich von den europäischen Staaten diplomatisch anerkennen zu lassen. Auf der Tagesordnung stand der deutsch-sowjetische Vertrag von Rapallo, abgeschlossen im April 1922. Lenins Lösung des Problems lautete «Wysylka w miasto rozstrzału», Deportation anstelle der Erschießung. Und so wurde das Jahr 1922 für die prominentesten der in Sowjetrussland verbliebenen Regimegegner zum Jahr der Ausweisungen und Abschiebungen. Als erste ist im Januar 1922 der Historiker und Menschewik Boris Nikolajewski nach 11 Monaten Haft nach Deutschland deportiert worden. Im Januar 2022. Im Juni 2022 folgten die Publizistin Jekaterina Kuskova und ihr Ehemann, der Ökonom Sergej Prokopowitsch, die ebenfalls nach Deutschland abgeschoben wurden. Die große Deportationswelle setzte im Herbst 1922 ein mit einer Operation, die in die Geschichte der russischen Kultur als Filosofski Parachot, Philosophenschiff, einging, weil die Verbannten im Wesentlichen mit zwei deutschen Dampfschiffen im September und im November 2022 von Petrograd nach Stettin verbracht worden sind. Also wieder nach Deutschland, alle nach Deutschland. Also hat was mit den diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Staaten zu tun. Eine weitere Gruppe von Deportierten folgte im Februar, März 1923, also immer im Kontext des Filosofski Parachot. Unter den über 200 Passagieren der Dampfer befanden sich einige der herausragendsten Intellektuellen, die damals noch in Russland lebten. Abgesehen von der imposanten Liste von Philosophen, die dem Transportmittel den Namen gaben, Nikolai Berdjajew, Sergei Bulgakov, Semyon Frank, Ivan Iljin, Lev Karsavin, Nikolai Lossky, Sergei Trubezkoi, Boris Vyacheslavtsev, wurden auch zahlreiche Geistes- und Sozialwissenschaftler deportiert. Die Historiker Alexander Kiesewetter und Sergej Milgunov, der Ökonom Boris Brutskus, der Soziologe Pityrim Sarokin. Auch einige Schriftsteller waren dabei. Juli Eichenwald, Viktor Irezki, Michail Ostorgin und Fjodor Stepun. Der letztere übrigens reiste im Zug. Auch wenn die weißen Immigranten den sowjetischen Deportierten anfänglich mit Argwohn begegneten, stellte dieser Brain Drain einen unschätzbaren Beitrag zum intellektuellen Leben nicht nur der russischen Immigration dar, sondern auch über sie hinaus. Pityrim Sarokin stellte bald als Harvard-Professor im Alleingang die gesamte US-amerikanische Soziologie auf die Beine. Die Deportation blieb eine große Ausnahme im Katalog sowjetischer Maßnahmen gegen unliebsame Personen und war nur wirklich wichtigen Leuten vorbehalten. Der nächste, der im Februar 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen wurde, war kein geringerer als
Lev Trotzki. Um weitere Namen in der Deportiertenliste zu nennen, muss man schon von der Emigration der ersten Welle zur dritten Welle übergehen, als im Juni 1972 Iosif Brodsky und im Februar 1974 Alexander Solzhenitsyn in den Westen abgeschoben wurden. Die vorletzte und siebte Kategorie, ich komme so langsam zum Schluss, die Ausbürgerung. Für diese Variante der Emigrantisierung kann nur ein einziger, dafür sehr prominenter Fall genannt werden. Der berühmte Opernsänger Fjodor Schaljapin, dem in Sowjetrussland 1918 noch der Ehrentitel Volksartist, Narodny Artist Respubliki, verliehen wurde, verließ die Heimat im Juli 1922 legal zu Gastvorstellungen in den USA. Als Schaljapin 1927 die Einnahmen eines seiner Konzerte einem Hilfsfonds für Emigrantenkinder stiftete, wurde ihm das in der Sowjetunion als Unterstützung von Weißgardisten ausgelegt. Am 24. August 1927 ist ihm deswegen durch einen Regierungsbeschluss, Postanovlenie Sovnarkoma, der RSFSR, der Titel Volksartist sowie das Recht auf die Rückkehr in die USR entzogen worden. Die Ausbürgerung Schaljapins ist erst am 10. Juni 1991 durch einen erneuten Beschluss des Ministerrats der RSFSR aufgehoben worden. Ich komme zur letzten Kategorie, Nevozvraschenz. Zahlreiche sowjetische Staatsangehörige befanden sich in den 20er und 30er Jahren aus beruflichen Gründen legal im Ausland. Dazu gehörten etwa die sogenannten Paupriede, Botschafter und sonstige Diplomaten und Botschaftsangestellte, und Torgpriede, Handelsvertreter, Angestellter sowjetischer kommerzieller Unternehmen im Ausland. Zuweilen hatten auch Wissenschaftler und Künstler die Möglichkeit, Sowjetrussland im Rahmen einer Dienstreise, Kommandirovka, zeitweilig zu verlassen. Die Forscher zu Studien und Fortbildung und Forschungszwecken, die Künstler zu Kunstausstellungen. Eine vermutlich recht zahlreiche Gruppe von Dienstreisenden stellten ferner Mitarbeiter von sowjetischen Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden dar. Tschekisten, NKWD-Agenten und sonstige Spione und Kundschafter. Ein nicht unerheblicher Anteil der im Ausland auf welche Weise auch immer beschäftigten Sowjetbürger zog es vor, nach der Beendigung der Kommandirovka nicht in die Heimat zurückzukehren, sondern bei den Behörden des jeweiligen Aufenthaltsstaates Asyl zu beantragen. Diese Personengruppe erhielt mit der Zeit innerhalb wie außerhalb Russlands die Bezeichnung Nevozvraschenz, nicht Rückkehr. Das Phänomen war alles andere als selten, wie eine groß angelegte Studie von Wladimir Genis zum Thema zeigt. Неверные слуги режима, первые советские невозвращенцы, 1920 и 1933 год. Erschien in Moskau in zwei Bänden, insgesamt 1500 Seiten, 2009, 2012. 1500 Seiten nur über diese 14 Jahre. Einer der ersten невозвращенцы war der Juraprofessor Alexander Jaschenko, der bereits im Frühjahr 1918 als Experte im Bestand einer sowjetischen Delegation nach Berlin reiste und nicht mehr nach Russland zurückkehrte. Anfang der 1920er Jahre trat Jaschenko als Redakteur der bedeutenden bibliografischen Zeitschriften Ruskaya Kniga und Novaya Ruskaya Kniga in Erscheinung. Im Westen blieb der 1920 nach Berlin abkommandierte Kunstwissenschaftler Pavel Muratov. Der Künstler Juri Anjenkov, der 1924 an der Biennale in Venedig teilnahm, kehrte ebenfalls nicht aus der Kommandirovka nach Russland zurück. Im Jahr 1925 reiste der Historiker Georgi Fjodotow mit Genehmigung der sowjetischen Behörden zu Studienzwecken nach Deutschland und blieb in der Emigration. Im Laufe der 1920er Jahre, mit der Einschränkung der Möglichkeiten, die Sowjetunion auf legale Weise zu verlassen, und mit dem stets oppressiver werdenden politischen Klima im Lande, trat das Phänomen des Nevozvraschenstwo immer häufiger auf. Aufsehenerregend war der Fall des Diplomaten Grigori Bisjedowski, der im Oktober 1929 aus der sowjetischen Botschaft in Paris floh. Die sowjetische Regierung sah sich gezwungen, die Notbremse zu ziehen und die Nichtrückkehrer zu kriminalisieren. Sie verabschiedete am 21. November 1929 den Beschluss, ich lasse den russischen Namen weg, der Deutsch, also die Übersetzung ist genauso lustig, über die Erklärung zu Gesetzlosen von Amtspersonen, Staatsangehörigen der UdSSR im Ausland, die in das Lager der Feinde der Arbeiterklasse und der Bauernschaft übergelaufen sind und die sich weigern, in die UdSSR zurückzukehren. Die Abschreckungswirkung des Dekrets war eher gering. Der Ökonom und Publizist Nikolai Valentinow Wolski etwa, der seit 1929 in der sowjetischen Handelsvertretung in Paris beschäftigt war, wurde 1930 zum Nevozvraschenets. Viele sowjetische Amtsträger im Ausland kehrten in den Jahren des großen Terrors nicht in die UdSSR zurück, wohlweislich ahnend, dass sie in der Heimat nichts Gutes erwartet. Einer von ihnen war der sowjetische Botschafter in Bulgarien,
Fjodor Raskolnikow, eigentlich Ilin, der 1938 die Rückkehr in die UdSSR verweigert. Botschafter. Das Phänomen der Neworoschenze war nicht nur auf die erste Welle der Emigration beschränkt. Im Verlauf der gesamten sowjetischen Periode gab es immer wieder Fälle von Sowjetbürgern im Ausland, die um politisches Asyl nachsuchten. Genannt seien beispielhalber der Parteifunktionär Viktor Kravchenko, 1943, der nach seiner Absetzung in den Westen als Autor des Bestsellers I Chose Freedom 1946 bekannt geworden ist. Ferner der Balletttänzer Rudolf Nureyev 1961, Stalins Tochter Svetlana Liluyeva 1967 sowie der Filmregisseur Andrei Tarkovsky 1984. Alles in Jevosvraschens. Ich komme zum Schluss. Hinter der trockenen Annotation Emigrant verbirgt sich stets eine einschneidende Zäsur in der Biografie eines Menschen. Eine radikale, oft abenteuerliche, zuweilen hochdramatische Wendung eines Einzelschicksals. Zugleich ist die Emigration in der Regel auch eine in Wellen auftretende Gruppenerfahrung, ausgelöst durch Umbruchsereignisse von überindividueller historischer Tragweite innerhalb einer Gesellschaft, etwa durch eine schwerwiegende politische, ökonomische, soziale oder ökologische Krise. Emigrationswellen sind stets auch Massenbewegungen und als solche bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Das Ziel meiner Ausführungen hier war es, einige dieser Regelmäßigkeiten aufzuzeigen, die für die russische Emigration der ersten Welle charakteristisch waren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde dann vorschlagen, wir können ja gleich die Diskussion beginnen. Ja, und, also ich meine, es gibt ja bestimmt ja auch nur so ein paar Fragen, die also zu den Kategorien oder dann noch weitere dann Fragen gibt. Bitte schön. Also, was, also ich habe gleich dann eine Frage. Also das. Ach so, ja, da, bitte. Ich habe jetzt keine direkte Frage. Es hat mich sehr angesprochen, weil ich mich mit den Deutschen beschäftige, die vor Hitler in die Sowjetunion geflohen sind. Mhm. Und da gibt es eben ein ganz ähnliches Phänomen. Ja, das war natürlich eine sehr ausgewählte Gruppe, Kommunisten, die dann auch sehr stark nochmal gesiebt wurden und zum Teil auch lange warten mussten, bis sie die Genehmigung bekamen und überhaupt die Einreisevisa und so weiter. Und man kann aber dann sehen, dass fast alle sich bemühten, wieder das Land zu verlassen, also indem sie zu einem Kongress wollten oder zur Arbeit ins Ausland kommandiert werden wollten und so weiter. Und es wurde absolut niemandem, also kaum jemandem erlaubt, nur den ganz linientreuen. 30er Jahre, zweite Hälfte der 30er Jahre, großer Terror natürlich. Und auch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sie das alle offiziell natürlich als das Heimatland der Werktätigen verklärten und so weiter, ihre wahre Heimat, das eigentliche Vaterland und so weiter. Und nach Kriegsende haben sie aber alle darum gekämpft, so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zu können. Und auch da war es interessant, dass man längst nicht alle gleich fahren ließ. Also Alfred Korella zum Beispiel, obwohl sehr dogmatisch, durfte erst 1954 dann wieder in den Richtung Westen fahren. Also da gibt es so sehr interessante Gegen- oder ergänzende Bewegungen. Und die Wege, war das auch so teils illegal, teils legal? Oder? Ja, wer illegal gekommen ist, der ist dann auch verhaftet worden. Aha. Das war natürlich ganz schwer. Viele sind erst nach Prag oder nach Paris. Also und die Nazi-Behörden, die haben den deutschen Kommunisten ein Visa ausgestellt, Ausreisegenehmigung? Die durften ohne Visa noch über die Grenze. Die sind dann nach Prag oder nach Paris und warteten eben auf die Einreisegenehmigung in die Sowjetunion. Mhm. Viele wären auch gerne in Paris geblieben, aber die Arbeitsmöglichkeiten waren eben so schlecht. In Paris oder in Prag? In Paris. In Paris, ah. Dass man dachte, man ist in der Sowjetunion besser aufgehoben. Naja. Vielleicht direkt im Anschluss. Also, also meine Frage wäre, also ist nicht nur, dazu gehört nicht nur Ausreise, sondern Einreise. Also das, und wie ist das möglich gewesen? Also so wie die Sowjetrepublik oder die Sowjetrussland wurde von keinem Staat anerkannt. Also das, wie ist das jetzt überhaupt dann abgelaufen?
okay, dann diejenigen, die nach Finnland oder so sozusagen immigriert, ohne auszureisen, oder nach Estland, das ist dann klar, dass die dann zu den Bürgern so der jeweiligen Länder angehören sind. Aber so sozusagen bei der Flucht oder so der sonst dann Evakuation und so, wie ist das dann so mit den Einreise? Wurde da irgendwelche Regelungen getroffen, Vereinbarungen, dann so, dass die Weiße Armee dann so einreisen darf oder Mitglieder der Weißen Armee, oder wie ist das dann gelaufen? Also die Mitglieder der Weißen Armee, die Soldaten, also die hatten offenkundig eine Vereinbarung jetzt nicht, also diese Halbinsel Gallipoli, die dann also genutzt werden durfte als Lager für fast 2 Jahre, nicht dann, also Hunderttausende von Soldaten dann blieben, nicht, bis sie sich dann verteilt haben, meistens auf die näherliegenden Staaten, Bulgarien, Jugoslawien. Also es muss dann eben solche Absprachen mit den jeweiligen Regierungen gegeben haben. Man muss dann auch unterscheiden zwischen der ersten und den späteren Perioden. In der ersten Periode war das ein totales Chaos, wo dann also die Grenzen einfach nicht kontrolliert wurden von keiner Seite, zumindest von der russischen Seite nicht. Und dann einfach also auch für die Einreise dann? Für die Einreise offen, da gibt es wenig Unterlagen dazu. Offenbar galten die Flüchtlinge, also vor den Bolschewiki, als eine Kategorie, die man hineinlassen konnte, jetzt ohne Bedenken. Also, anders wäre das nicht zu erklären. Andererseits gab es nach dem Ersten Weltkrieg ganz allgemein einen Bedarf an Arbeitskräften, an Männern. Also nicht, also, und das waren zum großen Teil, vielleicht 70%, ich habe jetzt die Zahlen jetzt nicht, also waren das auch Männer. Und das heißt also, Frankreich und Deutschland waren ausgeblutet vom Ersten Weltkrieg. Und die brauchten Arbeitskräfte. Leute, die in den Kohlegruben und in den Peugeot-Werken, wo auch immer, dann arbeiten. Und das, also die wurden also mit offenen Armen jetzt also begrüßt, und dann, weil sie dann als Arbeitskräfte eingesetzt werden konnten. Das änderte sich nach der Weltwirtschaftskrise. Also die 30er Jahre sind schwierig. Also die Emigranten sind dann also zum Teil also entlassen worden, ausgeekelt. Also es gab dann große Schwierigkeiten, einzureisen. Oder die große Welle war dann vorbei. Also, aber offenkundig also war das in den 20er oder Anfang der 20er Jahre, Ende der 90er, Anfang der 20er, war das kein großes Problem, dann als irgendwo anzukommen, also mit dem alten zaristischen Pass, nicht, und dann also der Nansen-Passport ist dann erst später dann also an die Flüchtlinge bereits ausgegeben worden, die dann schon irgendwo da waren, in Frankreich oder sonst. Ja, ab 21, glaube ich. Ja, also das ist dann, also eben, nicht? Die hatten also nur die alten russischen, zaristischen also Dokumente da und was. Und hatten offenbar eine Vorzugsbehandlung, tatsächlich. Also Fälle, die, wo dann jemand zurückgewiesen worden wäre an der Grenze, also nicht, das ist dann, also sind jetzt nicht bekannt. Später dann, also gab es dann Probleme eventuell, also schon vor den 20er Jahren, dann jemand, also wenn da jemand in Berlin war, der brauchte dann schon eine Genehmigung, und dann also muss dann auf die warten, dann nicht, dass dann ein Einreisevisum dann kann. Bitte schön. Vielen Dank für den informativen Vortrag. Ich hätte 2 Fragen. Die eine bezieht sich auf die Quellen, die einem zur Verfügung stehen, für die Forschung zur russischen Diaspora und Immigration in diesen Zeiten. Sind das bürokratische, diplomatische Pressequellen oder auch biografische? Wenn man weitergehen will als das, was Sie machen konnten, entstehen, muss man ja so Kulturen sozusagen identifizieren, die sich in den verschiedenen Regionen, Ländern, Metropolen dann bilden. Das wäre eine Frage. Die zweite wäre, Sie erwähnten Wladimir Jabotinsky, und das ist ja einer der revisionistischen Führer der Zionisten gewesen. Und das ist die Frage, wie war das Verhältnis zur zionistischen Bewegung und zur Auswanderung nach Israel, also oder nach ins palästinensische Mandatsgebiet. Die Sowjets haben ja die Zionisten als quasi Sozialisten mit gesehen, und da ist denkbar, dass es da unproblematische Beziehungen gab. Haben Sie dazu Daten?
Ich fürchte, da kann ich wenig zu sagen. Also ich habe, also es ist keine große Masse, also jedenfalls ist keine Massenbewegung in Richtung Palästina zu bemerken in den 20er Jahren. Also ich wüsste, nein, also offenbar war das kein besonders populäres Heil. Die Zionisten nicht, also da bestimmte Gruppen, Pinchas Rutenberg und so, also einige Leute schon, aber das waren wirklich Aktivisten, die dann den Staat dann gründen wollten. Nicht? Das war Asien, das war ein arabisches Land unter britischer Verwaltung und britisch-türkisch. Das war keine vielversprechende Möglichkeit, da einzureisen. Nicht für Juden. Offenbar auch nicht für Juden. Also, Hunderttausende von Juden sind also in zentral- oder westeuropäische Länder oder ins Baltikum gezogen. Nicht? Also, und dann, also, die ins Baltikum gezogen wurden, also hatten die schlechte Karten 1940, als die Deutschen dann die zwischendurch sowjetisierten baltischen Republiken dann eroberten und dann sofort Ghettos einrichteten und alle die russischen Juden oder ex-zaristischen Juden so massakriert haben, nicht? Also aber Palästina, also das sind, also gut, man findet also Leute, die in der ganzen Welt gelandet sind, Paraguay, Uruguay, also nicht, also das sind wirklich nur so einzelne Personen, die man da nennen kann, also mit ein bisschen suchen könnte man. Worauf ich mich da gestützt habe im Allgemeinen, sind oftmals biografische Quellen, Briefe, Erinnerungen, das sind meistens Schriftsteller, die ich da jetzt also erwähnt habe, und die haben dann also meist oder öfter fixiert, also auf welche Weise sie das Land verlassen haben, nicht? Und dann also deswegen dann meine Angaben zu den Monaten, also oder den Daten der Migration, nicht? Also es gibt dann einige Lexika geben dann die das Jahr an, also öfter mal nicht den Monat. Dabei ist also die Monatsangabe nicht selten, aber ziemlich wichtig, damit man also klären kann, vor welchen oder nach welchen geschichtlichen Ereignissen also diese Flucht geschah, weil zwischendurch also sich die Umstände ändern konnten. Also aus Russland zu fliehen, also in den Bürgerkriegsjahren war etwas anderes als in den Nepp-Jahren zum Beispiel. Ja, also vielen Dank für den Vortrag. Es ist natürlich alles ziemlich schwer zu hören, weil du weißt nicht, ob, also es ist Vergangenheit, aber jetzt kann man sagen, okay, welche praktische Lesungen kann ich von Ihrem Vortrag machen für gegenwärtige Situation. Aber also meine Frage, weil es ist einfach ziemlich nahe und also meine Frage wird in andere Richtung, dass also wir können klassifizieren von verschiedenen Gründen. Auch wir können klassifizieren Leute, also die mit dem Geld ausgereist oder ohne Geld. Weil also ich habe auch, ich denke von Erinnerungen von Andrei Biele gehört, dass also im KDW, also Kaufhaus der Westen, also die schöne, luxuriöse Kaufhaus in Berlin, in 20er Jahren waren nur russische Rede gehört. Weil starke Inflation in Deutschland und die Leute hat mit Geld gekommen und es war ziemlich plötzlich zu billig und ja, auch wie zu dieser Zeit. Das kann man auch sehen, dass in dieser KDW, das kann man auch hören, russische Rede gerade jetzt. Das ist völlig richtig. Also nicht, also die, für die Russen war Berlin bis Ende 29 war das Paradies. Also nicht, also die Zeitschrift, mit der ich mich beschäftigt habe, ist Sovremenny Zapiski, die haben dann dazwischendurch nach Paris, mit der Typografie, also mit dem Verlagshaus danach. Die Redaktion ist Paris geblieben, aber die haben den erwähnten Gukowski nach Berlin entsandt, also weil man da für ein Apfel und ein Ei also die Zeitschrift herstellen konnte. Papier hat nichts gekostet, Arbeitskraft hat nichts gekostet. Und wie es scheint, hatten die russischen Immigranten Geld, also mehr Geld im Vergleich zu den einfachen Einwohnern von Deutschland, von Berlin. Also
möglicherweise also war das einfach also wertvoller Schmuck, den sie dann also Stück für Stück verkaufen konnten und dann also oder in Valuta, in Dollar oder sich und die dann also wiederum in das immer also komplett wertvoller eigentlich, ne? Also das, die Inflation, also das war ja keine große Inflation, das war eine Hyperinflation, nicht? Das ist dann so, die Preise mussten dann, dann glaub, zum Schluss dann da so. Nur, ne? Ich glaube 1924 hörte das auf. Ja, eben ja. Nicht. Also das hörte auf und dann also auf ein das hörte auf und auf einen Schlag hat sich Berlin geleert. Also alle, also nachdem in Deutschland nun Valuta galt, also nachdem was also vom Finanziellen genauso viel gekostet hat wie Frankreich, sind dann also alle die nur konnten oder nicht oder die nur wollten nach Paris abgehauen. Also das in Deutschland. Viele mochten Deutschland nicht unter den Russschlingern. Nabokov mochte Deutschland. Er ist dann bis 37 da geblieben, aber gut, also aus persönlichen Gründen zum Teil. Also, ich glaube, der hat ja einen für 24 genommen. Also, die allermeisten haben dann also auf einen Schlag, nachdem das Leben also nicht mehr günstig war. Wieso war das günstig? Offenbar Gold, vielleicht Goldmünze, was mit erspart ist, also und dann eben in Valuta oder irgendwas, was man in Valuta tauschen konnte, was ihnen dann erlaubte, dann also monatelang ohne Arbeit oder sonst wie nicht, dann also sich da durchzuschlagen und dann offenbar auch zu leben. Goldrubel, ja. Gold, ja, sowas. Vielleicht, ja. Hm? Bitteschön. Ja, es gab ja, also. Danke nochmal für diesen tollen Vortrag. Erinnerte mich jetzt an einen Ort, an dem, also eines der Zentren der russischen Emigration, auch eines der kulturellen Zentren, nämlich Harbin. In Harbin russische Emigranten, aber gleichzeitig die Angestellten der ostchinesischen Eisenbahn, die Sowjetbürger waren. Mhm. Also interessant, wie die beiden sozusagen miteinander ausgekommen sind, darüber gibt es Memoiren und so weiter. Und dann wurde ja die Eisenbahn verkauft, das heißt, die Sowjetbürger gingen zurück in ihr Heimatland und auch ein Teil der Emigranten, beziehungsweise dann Harbin auch Zentrum der russischen faschistischen Bewegung, also sogar der Führer der russischen Faschisten, Rozajewski, ist dann 1945 nach Moskau zurückgegangen, um dort dann liquidiert zu werden, natürlich, obwohl er Stalin als den eigentlichen Führer des russischen Faschismus noch gepriesen hat. Also es gab auch diese Orte sozusagen, wo beide Emigranten und Sowjetbürger zumindest räumlich sehr eng zusammen waren. Naja, Harbin war da wahrscheinlich so ziemlich einzigartig in dieser Beziehung. Dann. Also das, wo dann also eben ja, Sowjetbürger oder so, nicht, also die Eisenbahn beschäftigte und Emigranten dann aufeinander traf. Andere Orte wär schwierig zu nennen. In Berlin, also Anfang der 20er, wenn man aber vielleicht noch nicht mal in diesem Ausmaß, wenn man sich, es gibt eine Biografie von Olga Bakic zur Ökonomie, Harbin Russian Imprints, also es ist so ein Buch, groß, so ein Werk, ist was nicht, und dann in drei, vier Teilen, dann also Bücher, Monografien und dann also eben Zeitungen, Periodik, Zeitungen, Zeitschriften und dann, oh, es sind Hunderte und Hunderte von Titeln, also nicht für die Zeit von, also ab 1917, 18, also bis, auch früher, glaube ich, nicht, also das ist, sie berücksichtigt auch früher, also auch die russischen Editionen, also von vor der Revolution und eben diese unglaubliche Fülle, also diese von die schiere Anzahl der Periodika, die es da, jemand muss sie hergestellt, jemand muss sie gekauft, gelesen haben, nicht? Und das sind wirklich Hunderte von Titeln, also nur von Zeitschriften und Zeitungen sprechen, nicht nur von Periodika. Vermutlich ist Harbin eben also der Ort mit den meisten, wenn ich mir das Buch so ansehe, Es ist im Katalog der Europa, aber ich wollte es heute nochmal ausleihen und dann also ich habe Teile abfotografiert, ich wollte die fehlenden Teile fotografieren. Ich habe den Angestellten in Verlegenheit gebracht, also das Buch ist dann im Katalog, aber das ist keine Signatur. Es ist also so eine Karteileiche, also entweder nie, also fehlerhaft. Welches Buch ist das? Olga Bakic, Russian, Harbin Russian Imprints. Olga Bakic, 2002, glaube ich.
New York, Ross. Ja. Heutzutage schaltet man Schulmann auf YouTube und das ist ja auch dann so die Migranten. Heutzutage, ja, einiges ist gleichgeblieben, einiges komplett anders, natürlich nicht. Also, aber auch die ganz kurz zu Matlakov, ich habe jetzt erst die richtige Betonung gehört. Ich denke Matlakov. Ja, Matlakov. Ich habe ihn bisher falsch betont. Der hat ja dann noch einen Coup gelandet, indem er das Archiv der Auslandsorganisation der Ochrana in Paris befand, heimlich an die Hoover Institution gegeben hat. Und das vielleicht auch noch als Hinweis zu der Frage, wohin wohl findet man Quellen? Natürlich in Stanford, wahrscheinlich der Ort neben der Bachmetjew-Kollektion. Und eines von Hunderten wahrscheinlich. Also wenn man nach Hoover, dann nach Stanford geht, dann da kriegt man als Russlandforscher erstmal so einen Stapel von Kopien, also beidseitig bedruckt, also einfach die Liste von Archivfonds, die was mit Russland zu tun haben. Nicht? Und das ist also meistens Geschichte. Und das ist einfach unglaublich, wie viel Zeug da ist. Also es hängt auch damit zusammen, dass dieses Archiv seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre also dem Russki-Sagranischen Historischen Archiv in Prag Konkurrenz gemacht hat. Die hatten viel mehr Geld und die haben Werbung gemacht. Verkauft uns eure Archive, alles was ihr habt, nicht? Also wir kaufen das zu einem guten Preis. Das alles ist dann in Palo Alto gelandet. Nicht? Und nicht eben, also oder ein Teil ist natürlich immer noch also in Prag geblieben, das dann also später, also das war das erste, was die Sowjets 1945 mitgenommen haben. Also nicht die Zeitschrift, die Zeitungen, die sind in der Slavanska Knihovna gelandet zum Glück, aber eben die Archive nicht. Also die sind heute im Garf. Ne? Ja, gibt's noch Fragen, Kommentare? Also ich hätte noch eine Frage zu dem, also erstens. Ja, so USA-Europa, ja, so das Verhältnis ist ja, da ist natürlich klar, dass da so Europa viel größere so auch Ort ja, war, wo die meisten dann angekommen sind. USA, also wir kennen ja sehr wenige, die dann eigentlich nach USA gehen. Ist das so oder gibt es ja Gründe, ist es zu teuer, zu weit oder... Es gab eine riesige Ausreisewelle in die USA Ende des 19. Jahrhunderts, wo dann also viele Juden, russische Juden, also im Zuge der Pogrome seit 1881 und in den 80er Jahren, eben 80er, 90er Jahren, Altgläubige, also religiöse Minderheiten, also die haben dann alle in den Vereinigten Staaten und Kanada Zuflucht gefunden. Und das hat dann abgebrochen, also vielleicht waren das zu viele, also es haben sich die Vorschriften geändert, in den Staaten passiert das dauernd nicht, dann ist dann also die Regeln verschärft werden und in den 20er, 30er Jahren also gibt's eigentlich ja, also viel weniger Fälle im Vergleich zu Europa, also sicherlich, also einige haben dann, also man weiß von einigen, die dann also über die Staaten, aber dann wieder nach Europa eingereist sind, nicht? Also nicht, Burluk ist in den Staaten geblieben, aber SR, der Sozialrevolutionär Lazarev, nicht, also der ist dann also aus China über die Staaten, also aber offenbar ohne dann, vielleicht, ich weiß nicht, ob er da nicht bleiben wollte oder konnte, ist dann eben nach Prag gegangen. Also über die ganze Welt und dann wieder nach Europa. Ja, ich denke, dafür gibt es auch zwei Gründe. Erstens, gerade die Intellektuellen sprachen oft Französisch, also Paris. Deutsch oder Französisch? Deutsch oder Französisch. Englisch war nicht so verbreitet damals, auch wenn man sich das heute schwer vorstellt. Sicher. Und viele haben auch einfach abgewartet, gerade in Berlin, so als Drehscheibe. Was passiert in Russland? Vielleicht dreht sich das nochmal. Und also man wollte auch gar nicht so weit weg. Also ich denke, da gibt es viele. Viele, sehr viele dachten, dass also nicht die zählten die Tage, bis die Regierung, die Bolschewiki zusammenbricht. Nicht? Also die haben die Koffer gar nicht ausgepackt, nicht? Und dann also zogen sich die Jahre und dann. Ja. Hoffentlich geht das jetzt anders. Zu Ende, ja, genau. Was jetzt also die Situation, also die Parallelen zu heute sind, also zu der Situation jetzt, also seit dem vergangenen Jahr. Also, innerhalb von weniger
innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, nach dieser Erklärung der Mobilisierung, sind dann Hunderttausende von Russen, also wirklich in 3 Wochen, also nicht dann nach Kasachstan, wo auch immer, dann im Lichte dieser Zahlen könnte man die tatsächlichen Flüchtlingszahlen höher ansetzen. Gibt es dann eventuelle Gründe, also nicht nur von 2 Millionen, sondern tatsächlich von 3 oder mehr Millionen auszugehen. Nicht? Also wenn es notwendig ist, also passiert das also wirklich in großen Massen, nicht? Also wie man gesehen hat jetzt nicht, also im letzten Jahr. Wobei natürlich die Bedingungen sind anders, nicht? Also die Kommunikationsmöglichkeiten sind anders, nicht? Das ist also bis zu einem gewissen Grund kann man das vergleichen, natürlich. Und dann nicht. Wahrscheinlich noch eine kurze Frage über die Kommunikation. Es war irgendwelche, ich weiß nicht, Vereine oder irgendwas, was kann helfen, also diese Leute, die emigriert werden in 20er Jahren. Also die Leute, also ich verstehe, dass es war, wo kann man auch anderes klassifizieren, Immigration in Gruppen oder Person by Person. Also als einzige Fälle. In Gruppen, das sind dann doch Einzelfälle. Weil in Gruppen, wie soll man sich das vorstellen? Nicht, dass sie einen Bus jetzt also gemietet haben und dann in Gruppen. Wenn die sich dann also im Süden, dann in der Armee Ukraine dann und dann. Beispiel. Also als Armee dann. Das ja. war also klar, dass als Gruppe, ja gut. Ja, das dann. Also wie ich weiß, also diese philosophischen Schriften, das waren eigentlich. Viele auch aus Odessa und aus, also von diesem. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich als Gruppe fühlten. Also, das kann man wahrscheinlich machen, aber das ist, also ob das jetzt produktiv ist, also so jetzt als Kriterium für eine Typologie, also Gruppe oder eins. Reich oder arm, das ist ja gut. Man, ja, es gibt, das ist natürlich also sicherlich Varianten, also jetzt, wie man die Leute dann sortieren könnte. Nicht? Also das ist also als solche sind das durchaus anregende Ideen. Ja. Ja, man kann ja sich vorstellen, dass da so ein kleiner ein Verein oder eine Gesellschaft oder eine Firma dann sozusagen komplett dann. Eine Firma waren die Eheleute Mereschkowski mit ihrem Sekretär und mit dem Hausfreund Fiosow. Das waren schon 4 Leute. Das war ein Gruppe. Ja, oder Verlage dann, dass die in der in solchen institutionellen Einheiten dann emigriert sind. Ja, die Parteimitglieder, also die gut, die eben als Partei gut vernetzt waren, die SR zum Beispiel, die sind dann auch tatsächlich, also nicht, also die sind dann also als Gruppe dann also in den Osten gezogen. Ich habe dann also diese Vremena Pravitelstvo, die Direktoria gegründet, nicht? Und dann sind dann also als Gruppe dann von den Kautschukowze dann eben also abgesetzt und ausgewiesen und verhaftet worden. Ja. Mhm. Ja, bitte, von mich. Da gab es, glaube ich, noch. Also. Ja, genau. 2, ja. Bitte, Michael. Vielleicht noch ein Wort zu Gorki und der Tätigkeit der Peschkova, die ja die Ausreise, legale Ausreise, bis in die 30er Jahre hinein ermöglicht haben. Also ich denke da an den Fall von Julia Danzas, die dann nach Italien ging. Und obwohl sie eigentlich über Solovki und ihre Erlebnisse dort nicht berichten durfte, dann ein Buch darüber geschrieben hat, also diese Abmachung auch gebrochen hat. Welche Rolle oder wie einflussreich waren Gorki und ist das ein Einzelfall? Der ist mir jetzt gut. Also den Fall kannte ich, den Namen, der ist mir bekannt, aber die Umstände der Flucht, also der Flucht, also der illegal, der, das ist legal, aber das war mir nicht bekannt. Ich denke, dass es sich dann doch also in alles in allem Einzelfälle und vielleicht also auch viele Einzelfälle, aber doch also doch abzählbare und dann also nicht das war und musste offenbar ohne Ausnahme bleiben, nicht dass sich dann die Liste der Geholfenen, die ist dann vermutlich dann doch nicht besonders lang. Also ich habe allerdings keine, also das ist nur eine Vermutung. Sie meinen auch, dass natürlich die Nicht-Bolschewiki-Linke, also viele davon auch
ausreisen bist oder ausgereist sind, sind besonders viele nach Georgien gegangen, weil Georgien von 19 bis 21 letztendlich so eine menschewistische Republik, der also die MSPD oben waren öfter so Gast dort, ich glaube, und so weiter. Das war so ein deutsches Zeichen. Man kann ja auch einen Sozialismus aufbauen, ohne Bolschewik zu sein. Gab es Beispiele, dass viele aus Russland dorthin gegangen sind oder haben das eh ignoriert? Georgien war tatsächlich danach, hat dann also nach der Unabhängigkeit also eine war von Menschewiken regiert worden, also das war so eine war ein Gegenkonzept zu der bolschewistischen Regierung in Moskau. Menschewiki, russische Menschewiki, die nach Georgien gingen, um da jetzt also mitzuhalten. Also es mag die geben, aber sind wir jetzt nicht bekannt. Also die Fälle, die ich jetzt aufgezählt habe und die mir jetzt bekannt sind, sind alles am Schriftsteller und nicht um das Leben, das literarische Leben. Das war wirklich sehr lebhaft. Also Avantgarde-Zeitschriften, nicht dann also die besten Lyriker Russlands, dann Gorodetsky, wer nicht da alles in Georgien vor allem dann da gewesen ist, nicht? Und einige sind dann zurückgekehrt nach Moskau und einige sind dann mit Jasdanjewitsch, Avantgardist zum Beispiel. Es ist nicht mein Spezialgebiet, also ich muss zugeben, dass ich da jetzt also keine Informationen habe, aber es ist anzunehmen, nicht? Dass die dann also sich da, das ist für die interessant war, nicht? Also als Gegenentwurf. Ja. Ja, noch Fragen? Ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Eine sehr interessante und sehr, sehr informative Darstellung, also die ja auch vieles ja so an Aktualität plötzlich geworden. Ja, nächste Woche, gleich dann so, das wäre dann der letzte Vortrag in der